Das Haus ist das letzte in der Stadt nach der Wilhelmshöher Allee, wo die Kurfürstin erst wohnt darüber. Es stehen Säulen davor und ist der Wache grad gegenüber. Es ist still und ländlich, mit einer freien, in der Abendsonne prächtigen Aussicht. In B sind die Bücherschränke aus dem gelben Kabinett und der große offene Schrank, der sonst hinten in der gelben Stube stand. A ist unsere Stube. Da sind die Bücherschränke, auf einem steht der Goethe. Zwischen den Fenstern die Kommode und Spiegel, das Kanapee und der Ofen. Da ich alle fremden Bücher aufgehoben, ist viel Platz gewonnen. E ist eine große saalähnliche Stube, die ich der Lotte gegeben, teils weil sie die Stadtaussicht gern hat, teils weil sie uns zu weitläufig und unbequem wäre. Außer Boden, dunklem Raum für Küchengeräte, sind noch zwei Dachstübchen da, tapeziert und mit Ofen, sehr schön, so dass ich einmal Lust hatte, eins mit der schönsten Aussicht zur Arbeitsstube zu machen, wenn es sonst gegangen wäre.